Wegen eines Warnstreiks bei der Kabinengewerkschaft UFO sind an diesem Sonntag etwa 100, meist innerdeutsche Flüge, ausgefallen. Betroffen waren die Lufthansa-Tochtergesellschaften Eurowings, Germanwings, Lufthansa Cityline und Sun Express. Vor allem an den Flughäfen in Berlin, Köln, München und Stuttgart war der Ausfall zu spüren. Die Gewerkschaft hatte ihren zunächst nur 6-stündigen Warnstreik bis auf Mitternacht verlängert. Die Fluggesellschaften riefen dazu auf, sich rechtzeitig zu informieren. Für einige Fluggäste kam dieser Hinweis offenbar zu spät. Macht keinen Spaß. Es macht überhaupt keinen Spaß mehr zu fliegen. Ja? Man will den Urlaub, man freut sich drauf, man bucht schon vorher, um vielleicht auch mal ein Schnäppchen zu erhaschen. Aber das, was jetzt hier so abläuft, ich finde es unmöglich. Die Kabinengewerkschaft forderte neben höheren Löhnen die Einführung einer betrieblichen Altersvorsorge. Die Lufthansa sagte bereits Gehaltserhöhungen zu, will jedoch weiterhin keine förmlichen Tarifverträge abschließen. Denn wegen Unstimmigkeiten in der Führungsetage bei UFO erkennt der Konzern die Gewerkschaft nicht mehr als vertretungsberechtigt an. Die UFO will am Montag über weitere Maßnahmen beraten.